über meine Klavierlehrerin damals einen Klavierbauer kennengelernt und habe dort in der 9. Klasse ein Praktikum gemacht. Der war ganz alleine in einer Werkstatt, hatte eine Reparaturwerkstatt und das war super interessant. Also da haben sich echt Türen für mich geöffnet. Und nach dem Abitur habe ich gedacht, naja, möchte ich jetzt Musik studieren oder möchte ich doch Klavierbau machen, und bin dann da hängen geblieben, weil es mich so fasziniert hat. Habe dann im Internet recherchiert, welche Betriebe ausbilden, und habe natürlich Steinway gefunden und habe mich dort beworben und wurde angenommen und habe 2017 dann dort meine Ausbildung gestartet. Habe die 2020 beendet und seit 2021 arbeite ich jetzt in der Stimmabteilung und fühle mich da sehr gut aufgehoben. Also ich finde zum einen halt diese hohe Präzision in Arbeit, und man merkt auch, dass die Kollegen eine gewisse Leidenschaft mitbringen. Das finde ich total super. Man wird quasi auch zur Perfektion ein bisschen gezwungen, was jetzt aber gar nicht negativ gemeint ist, sondern weil man ja auch eigene Ansprüche hat. Man möchte ja das beste Instrument der Welt bauen. Und super ist auch der Umgang mit den Kollegen. Also alle sind total freundlich, man grüßt sich. Ich arbeite beim Hochziehen und Zwicken. Das heißt, ich bringe die Instrumente, nachdem die Saiten draufgekommen sind, das erste Mal auf Tonhöhe. Man hat beim Zwicken und beim Hochziehen keine Klaviatur und keine Mechanik im Instrument. Deshalb hat man relativ wenig Orientierung. Und wir verwenden so eigentlich Druckscheiben, die wir auf die Stimmwirbel stecken, um so ein bisschen Orientierung zu haben. Und ich starte dann mit der Stimmgabel, hole mir meinen Referenzton und gehe von da aus dann in Intervallen mit dem Gehör weiter. Der häufigste Arbeitsschritt ist, denke ich mal, meinen Stimmhammer umsetzen, von Wirbel auf Wirbel. Ja, ich kann ja jetzt nicht sagen Kaffee trinken. Und gerade so beim Stimmen geht es mir oft so, dass ich fast wie in so einer Meditation bin. Also man kann total abtauchen, es öffnen sich irgendwelche Türen im Instrument, man ist komplett bei sich und bei den Tönen, dass man irgendwie gar nicht mehr merkt, in welcher Raum oder in welcher Zeit man lebt. Das ist ziemlich cool.